Hallo meine lieben Freunde, Big Pauli wieder hier, heute wieder mit einem My Little Pony Video. Heute für euch das Brony-Fandom gezeigt von My Little Pony. Zuerst sage ich euch immer, was für eine Art des Bronies in My Little Pony da gezeigt wurde und dann zeige ich euch eine Szene, die das belegt. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit den Rainbow Dash Fans. Tut mir so leid, ich kann nur nicht glauben, dass ich euch hier treffe. Ich bin Scootaloo und ich halte einen Vortrag über eure Tochter. Unsere Rainbow Dash? Es ist ein Vortrag über mein größtes Vorbild und kein Pony inspiriert mich mehr als Rainbow Dash. Ich habe dieses Album zusammengestellt. Ich bin ihr größter Fan. Tja, Kleine, was du da sagst, ist fast unmöglich. Weil nämlich kein Pony ein größerer Fan von Rainbow Dash ist als ihre Eltern. Wow! Und trägst du immer dieses T-Shirt? Na, ehrlich gesagt wollten wir es heute waschen, aber das ist toll, oder? Nun, die Rarity-Hater. Also ich wurde durch das Freundschaftstagebuch geradezu erleuchtet. Ich ebenfalls. Ich sehe jetzt Seiten an den Ponys, die ich vorher nicht kannte. Aber Rarity hätten sie weglassen können. Sie passt einfach gar nicht zu den anderen. Oh, finde ich auch. Wofür hält die sich? Klar hat sie das Ponyville-Tage-Festival organisiert, aber glaubt sie, der Erfolg des Festes ginge auf ihr Konto? Also bitte. Jetzt kommen die, die nur sagen, dass Pinkie Pie immer nur die Lustige ist. Hey, seht doch, da ist Pinkie Pie, die Lustige! Sophie Beck ist das Allerbeste! Ja, zumindest eine positive Reaktion. Ich glaube, Rarity ist durch diese ganze Sache ziemlich getroffen. Oh, ja, mal schade. Moment, das war doch gar nicht lustig. Okay, gut, dann sehen wir uns wohl später. Jupp, bis dann, Twilight. Typisch Pinky. Im echten Leben ist sie noch lustiger. Ihr kennt mich schon seit Jahren. Nun kommen die, die immer an Fluttershys Charakter rumnörgeln und blöd finden, dass sie immer nur versuchen muss, selbstbewusster zu werden. Lasst mich einfach in Ruhe! Fluttershy, was ist passiert? Wir wollen antworten! Ja, wir haben ein Recht darauf! Was ist denn los, Ponys? Wir wollen wissen, warum Fluttershy immer wieder dasselbe lernt. Sei selbstbewusst! Ich habe in meinem Leben mehr gelernt als Sie. Wieso stehe ich nicht im Buch? Was? Wirklich? Ihr beleidigt meine Freundin, weil ihr euch wichtiger fühlt? Schon okay. Ich kläre das, Mädels. Aufgepasst! Ich bin selbstbewusster. Und ja, das hat eine Weile gedauert. Aber könnt ihr behaupten, dass ihr etwas lernt und es dann sofort umsetzen könnt? Ha, das glaube ich kaum. Wow, du bist ganz anders als die Fluttershy im Buch. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Tja, das hätte ich mir fast gedacht. Jetzt kommen die Applejack-Fans. Applejack, wer sind denn all diese Ponys? Sie nennen sich selbst die Sweet Apple Bewunderer. Sie haben meine Einträge gelesen und sehen sich alle als Teil der Familie. Und jetzt wollen sie tatsächlich Teil der Familie sein. Deine Tagebucheinträge? Du weißt schon, ich habe geschrieben, Freunde sind wie Familie und so weiter. Kannst du sie nicht loswerden? Meine eigene Familie rausschmeißen? Granny Smith, warte! Lass mich dir helfen! Jetzt kommen die, die Skeptiker an der gesamten Story der Serie sind.
Prinzessin Twilight, ich bin vom Canterlot Chronicle. Kurze Frage. Wie erklärst du den Ponys, dass du überhaupt nach Ponyville gezogen bist? Ich wollte hier etwas über Freundschaft lernen und begann, dieses Tagebuch zu schreiben. Ich habe etwas Zeit gebraucht, um es zu verstehen. Doch ich habe den Ponys, die hier neben mir stehen, zu verdanken, dass ich diese Lektion lernen konnte. Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity und auch Fluttershy. Und natürlich auch euch. Ich habe so viel Was ich meine ist, dass es den meisten Ponys sehr schwer fällt zu glauben, dass ihr sechs wirklich Freunde seid. Schwer zu glauben? Ja, sicher. Ich habe das Buch gelesen und muss sagen, dass deine Figur viel interessanter wäre, wäre sie in Canterlot geblieben. Wie bitte? Meine Figur? Wir sind echte Ponys. In diesem Tagebuch stehen nur Dinge, die uns wirklich passiert sind. Wir haben alle aus unseren Fehlern lernen können. Was ist mit Rarity? Wie sollen wir glauben, dass sie etwas aus dem gelernt hat, was sie da schreibt? Deshalb sind wir ja auch im Team, Dash. Rainbow ist die Einzige, die eigentlich nichts lernen musste. Sie ist eben viel zu cool. Twilight war viel besser, bevor sie Flügel bekam. Dass Fluttershy so unglaublich schüchtern ist, kann man nicht glauben. Also ich meine, komm schon. Wartet mal, Ponys! Sind Pinkie Pie und Applejack jetzt verwandt oder nicht? Nun kommen noch die Twilight und Prinzessin Cadence Fans. Wow, ist das so schlau! Wow! Okay, das reicht! Und zum Schluss natürlich das Allerwichtigste: der Brony-Hater. Was? Wie das? Das ist die Magie der. Ja! Ja! Der Freundschaft und Blumen und Ponys und bläh. Ich habe diesen süßen Ponyquatsch sowas von satt. Jetzt ist Ende! So, das war's nun schon wieder von einem meiner Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked doch das Video und lasst einen Kommentar da. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, und klickt auf das Glockensymbol, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.